Das Rathaus war Treffpunkt der Stadtteilbefragung mit Bürgermeister Mirko Buhr in Lauchhammer Süd. Das Stadtteilgremium hatte eine Route mit 7 Haltepunkten geplant. Das ehemalige Rechenzentrum gleich neben der Stadtverwaltung hat zwar einen Eigentümer, der tat aber am leerstehenden Gebäude bislang nichts. Die Stadt kann nur eingreifen, wenn Gefahr für den öffentlichen Verkehrsraum besteht, berichtete der Bürgermeister. Allerdings will der jetzige Eigentümer das Objekt wieder verkaufen. Verwilderte Grundstücke waren auch Thema am Schmiedeweg und an der alten Dorfstraße. Das Stadtteilgremium überlegt, den ehemaligen Schulgarten, einst angelegt von der Wegwa, wieder auf Vordermann zu bringen. Das städtische Grundstück wird offensichtlich als Deponie für diverse Abfälle missbraucht. Das Ordnungsamt wird sich der Sache annehmen. Die alte Schule in Süd ist ein attraktives Gebäude. Nach dem Scheitern des Vorhabens, hier eine evangelische Schule zu etablieren, gibt es inzwischen einen neuen Interessenten für das Gebäude, informierte der Bürgermeister. Auf dem Schulhof wird auch das Stadtteilfest am 23. September ab 14 Uhr stattfinden. Nach einem kurzen Stopp am Friedhof präsentierte das Stadtteilgremium das Projekt Bolzplatz, initiiert von der Bürgerinitiative Südlertreff. Natürlich war auch die Ansiedlung von Eswold ein großes Thema der Stadtteilbefragung. Auch wenn man noch nicht sehe, die Planungen sind im vollen Gange, so Bürgermeister Mirko Buhr. Weiter ging es zum Puschkin-Park. Hier installierte das Stadtteilgremium einen Schaukasten. Mit einem Vertreter des Eigentümers des Puschkin-Parkes, der immer wieder zum Ärger der Bürger und der Stadtverwaltung seine Anliegerpflichten vernachlässigte, gibt es in Kürze einen Vororttermin. Seinen Abschluss fand die Stadtteilbefahrung auf dem Spielplatz in der Leninstraße. Hier wurden im Rahmen der Lions-Club-Aktion Schattenbäume im Juli mehrere Sträucher und Bäume gepflanzt. Auch hierbei war die Stadt Lauchhammer unterstützend tätig.